Hi und herzlich willkommen zum heutigen Schminkkörbchen. Vielen Dank, dass ihr reingeklickt habt. Ich freue mich wirklich sehr. Und ich muss euch gleich mal leider eine schlechte Nachricht vorausschicken. Nächsten Sonntag entfällt das Schminkkörbchen. Ich bin nämlich nicht zu Hause. Wir fahren nächstes Wochenende zu meiner Familie nach Bayern, weil mein Bruder 40 wird. Oh Gott, wir sind schon so alt geworden. Und ja, da gibt es natürlich eine Feier und da möchte ich natürlich dabei sein, ist klar. Und deswegen sind wir nicht hier. Und deswegen gibt es auch kein Schminkköpfchen, sorry. Aber ja, es gibt trotzdem Videos. Also ich bin fleißig gewesen und habe schon ein paar vorgedreht. Und vielleicht schaffe ich es auch noch nächste Woche was. Mal gucken. Und ja, aber es gibt auf jeden Fall ein Video, halt nur kein Schminkköpfchen, sorry. Aber ich bin halt einfach nicht da. Aber für kommende Woche gibt es wieder eins. Ich bin wieder meine Make-up-Sammlung durchgegangen, habe mir die Produkte rausgesucht, die ich schon länger nicht benutzt habe oder auch noch gar nicht. Und ich muss sagen, ich habe tatsächlich ein Teil, das ich noch nie benutzt habe. Und es ist schändlich, aber ich zeige euch das gleich. Ja, und werde nur diese Produkte kommende Woche benutzen. Und was das ist, zeige ich euch jetzt in der Reihenfolge, wie ich die Sachen auch aufs Gesicht auftrage, wie immer. Ich starte mit Primer und da habe ich für kommende Woche auch wieder einen mir mit rein. Und zwar von Too Faced, der Prime and Poreless Primer. Das ist der hier. Das ist nur so eine kleine Samplegröße. Das war so ein kleiner Tester. Den benutze ich nochmal und der ist unglaublich ergiebig. Also ich denke mir immer schon, da kann doch jetzt nichts mehr rauskommen. Aber ich quetsche schon so ein bisschen. Es kommt tatsächlich immer noch was raus. Ich gebe mir den aber hier nur so ein bisschen Nase und hier den Bereich, wo halt einfach die Poren so ein bisschen gefüllt werden sollten. Dann habe ich meine Foundation, die CoverGirl Ready Set Gorgeous Foundation im Farbton 105 Classic Ivory. Sehr gutes Zeug. Dann trage ich auf Concealer einmal unter den Augen. Es ist der MAC Pro Longwear Concealer in NC15. Und ich highlighte mit einem Concealer mit dem Clinique Neutral Fair Airbrush Concealer. Neutral Fair, das ist der Farbton, mit dem Clinique Airbrush Concealer im Farbton Neutral Fair. Das ist dieser hier und mit dem highlighte ich also hier Nasenrücken, Oberlippe, Kinn und Stirn. Und das funktioniert sehr gut, muss ich sagen. Ich habe den auch unter den Augen schon benutzt und ich glaube, ich hatte euch letzte Woche gesagt, das hat gut funktioniert. Muss ich allerdings widerrufen, denn ich hatte das jetzt auch diese Woche wieder. Also eben jetzt halt die letzte, ne? Und es hat furchtbar gecreased, es hat sich furchtbar abgesetzt, also das mache ich definitiv nicht mehr. Unter den Augen funktioniert der bei mir nicht, deswegen brauche ich ihn heute jetzt hier aufs Auge. Dann sette ich das Ganze mit dem NYC Smooth Skin Loose Face Powder in Transparent. Und den nehme ich auch unter den Augen. Funktioniert, ich meine, es settet das, aber ich bin nicht hundertprozentig zufrieden. Ich bin ja gerade auf der Suche nach einem neuen Under Eye Setting Powder. Wenn den Elf endlich mal den HD Under Eye Setting Powder wieder hätte, dann würde ich mir da gleich, glaube ich, 10 Stück bestellen oder so. So. Augenbrauen. Augenbrauen sind das nächste. Wie auch schon letzte Woche von Kiko, der Precision Eyebrow Pencil im Farbton 04. Und ich habe fixiert meine Augenbrauen mit dem Alverde transparenten Augenbrauen und Wimperngel. Lidschattenbase kommt als nächstes von Too Faced, die Shadow Insurance. Ich bin kein großer Freund davon. Und dann Lidschatten. Und jetzt tut es mir echt leid. Ich habe nochmal die gleiche Palette wie letzte Woche. Aber ich konnte einfach nicht anders. Die lag da und ich habe geguckt, was nehme ich. Und dann, ich wollte sie einfach nochmal nehmen. Ich liebe diese Palette. Die ist einfach ein Traum. Ich liebe sie so sehr und ich dachte mir, ich muss jetzt die einfach kommende Woche nochmal nehmen. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen langweilig für euch, weil es halt jetzt nichts Neues gibt. Seht es mir nach, aber die ist einfach zu gut, dass ich... Ich wollte sie einfach nochmal benutzen. Dann habe ich so ein bisschen konturiert, gebronzt, so eine Mischung. Also mit dem Hoola Benefit Bronzer, den ich sehr liebe und wenn ihr mein Favoritenvideo gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich den jetzt sogar über meinem NYC Sunny Bronzer stelle, weil ich den besser finde. Dann habe ich ein Blush benutzt und das ist es, was auf meinem Wangen so schön ausschaut und das ich schon ewig habe und noch nie benutzt habe.
Es ist echt schändlich. Es ist Mineralized Skin Finish von MAC in Light Deer und das war mal eine LE. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was das für eine LE war, ist auch schon ewig her. Aber so sieht das gute Stück aus. Und ich weiß nicht, warum ich den noch nie benutzt habe. Es sieht aufgetragen so schön aus. Ich meine, es schimmert schon ordentlich, weil wie ihr seht, ist hier dieser. Es ist schon ein guter Schimmer. Auch hier dieses Gold. Aber es sieht einfach nur schön aus und. Wie gesagt, ich kann nicht verstehen, warum ich das nicht eher schon mal benutzt habe. Und ja, also einfach, ich bin einfach rein mit dem Pinsel und so sieht das Fertige dann aus, wenn man alles so ein bisschen zusammenmixt. Und ja, es, wie gesagt, es schimmert ordentlich, also das muss man natürlich mögen. Ich mag das gerne und ey, ganz ehrlich, aber dafür ist das, da muss ich mal wieder sagen, dafür ist das Schminkkörbchen gut. Weil jetzt habe ich das wieder entdeckt und das werde ich jetzt mit Sicherheit nicht so lange wieder verstauben lassen, weil es einfach super schön ist. Dann habe ich mir für kommende Woche zwei Highlighter reingepackt. Zum einen, also sind beide von Hourglass, diese Ambient Lightning Powders, einmal in Luminous Light. Das ist dieser Farbton hier. So schön. Weich und toll aufzutragen. Den habe ich mir Nase. Und Oberlippen ein bisschen und was ich um meine Augen rum habe, so ja noch über das Blush drüber und hier so rum, wo ich ja doch auch schon so ein bisschen natürlich zu Falten tendiere, ich bin halt einfach keine 20 mehr, da habe ich mir von Hourglass den Diffused Light Highlighter drüber und das habe ich auch schon letzte Woche getan und da muss ich sagen, durch das, dass der so subtil ist und so unglaublich fein auch, also das ist ein wahnsinnig feiner Puder, gepresst halt, aber es ist trotzdem, wenn man das so ein bisschen swatcht, man merkt schon, wie die Qualität, also ist super. Und das Beste ist, das setzt sich nicht in den Fältchen ab, also das gibt hier einfach nochmal so ein Glow. Man sieht so frisch aus, finde ich. Deswegen zwei Highlighter für kommende Woche. Mascara, ich habe Mascara vergessen, aber ist eh nichts Spannendes von CoverGirl, die Lash Blast Volume Mascara. Mascara. In Very Black, diese hier. Und Lippen habe ich zwei Lipglosse mit rein. Ich konnte mich diese Woche irgendwie, ich wusste nicht, was ich will diese Woche. Und das, was ich jetzt auf meinen Lippen trage, ist etwas von Anastasia Beverly Hills. Das ist ein Lipgloss in der Farbe Undressed. Und ja, ihr seht ja, wie er auf den Lippen ausschaut. Das ist ein, so ein beige Nude. Aber die Deckkraft ist für ein Gloss super. Ich meine, guckt euch das mal an. Es ist richtig krasse Farbabgabe. Richtig deckend. Und das seht ihr ja auf den Lippen. Also, es klebt ein bisschen, muss ich sagen. Aber nicht schlimm. Also, ich finde, kann man gut damit leben. Und die Farbe fand ich einfach jetzt schön dazu. Ich denke mir auch, wenn ich jetzt hier ein bisschen was mit Orange-Schmink oder so, passt das auch ganz gut. Deswegen habe ich die. Und dann noch von Buxom ein Lip Plumper in White Russian und das ist ein, ja, irgendwie gar keine so eine richtige Falle. Der ist unglaublich schier, wenn man den aufträgt, das sieht sie auch hier. Ist so nude mit einem Hauch von Rosé, würde ich sagen, kommt aber auf den Lippen eigentlich kaum rüber. Sieht super schön glossig aus. Nicht wie ein durchsichtiger Gloss, man, es sieht schon aus, als wäre da irgendwas, aber man kann nicht so wirklich sagen, was es ist, aber es sieht gut aus. Das ist meine Beschreibung hierfür. Und den habe ich auch mit rein. Oh, ich habe meinen Eyeliner vergessen. Leute, was ist heute los mit mir? Ich habe heute irgendwie meinen Kopf gerade nicht da. Von NYX nochmal der Gel Pencil Liner in Braun. Den habe ich mir einfach nur auf die Wasserlinie und werde ich wahrscheinlich auch nächste Woche ein paar Mal tun. Ich bin momentan nicht so im Eyeliner-Fieber. Weiß ich nicht. Ist momentan nicht so meins. Und last but not least, aber hier bin ich... Kilia hört sich, dass man hört kaum mehr was. Von Urban Decay, das Oldenheiter Make-up Setting Spray. Tolles Zeug. Mein Schminkköpfchen für kommende Woche. Ich freue mich sehr drauf, alles zu benutzen. Vor allem nochmal die Anastasia Beverly Hills Palette. Ja, ich mag sie halt so gern. Und ansonsten, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder reingeklickt habt und jetzt auch bis zum Ende durchgehalten habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne in den Kommentar. Ich freue mich immer sehr, sehr, sehr von euch zu lesen. Ich komme zwar nicht immer sofort zum Antworten, aber ich antworte. Also wie gesagt, es vergehen manchmal zwei, drei Tage. Ich komme halt einfach nicht immer sofort dazu. Aber ich lese alles und ich antworte auch.
Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst mir einen Daumen hoch oder auch ein Abo, wenn es euch hier gefällt. Vielen Dank, ich weiß es sehr zu schätzen. Damit unterstützt ihr mich und das freut mich wirklich riesig. Ansonsten bleibt gesund, macht euch noch einen schönen Sonntag, startet morgen gut in die neue Woche und wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, am Mittwoch zu einem neuen Video. Bis dahin, tschüss!